Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Das Tink-Tik Pyramid hat ein Geschwisterchen bekommen, ein kleines. Und wofür du dieses Stativ einsetzen kannst, wie es in meinem Test abschneidet, das erfährst du in diesem Video. Manchmal ist es wirklich ein Segen, YouTuber zu sein, Influencer zu sein, weil dieses Stativ habe ich kostenlos von der Firma Tink-Tik zur Verfügung gestellt bekommen und ich wäre wahrscheinlich sonst gar nicht auf dieses Stativ aufmerksam geworden. Und ich muss sagen, für diesen Test musste ich hier mein Kamerasetup umbauen, die Kamera auf ein anderes Stativ stellen, weil dieses Tink-Tik Pyramid, das ist mein Leib- und Magenstativ. Das nehme ich überall mit hin. Das hatte ich auf Sardinien mit auf der Reise, Flugreise dieses Jahr. Das nutze ich für die Astrofotografie. Das nutze ich hier im Studio, pack da die Kameras drauf. Und ich habe noch irgendwie keine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ach, ich vermisse irgendwas an diesem Stativ. Und es hat ein enormes Preis-Leistungs-Verhältnis, Carbonbeine. Es gibt einen eigenen Test auf meinem Kanal, den verlinke ich dir hier oben. Musst du dir unbedingt anschauen. Und das ist das Stativ. Und ich sage dir, google mal, guck mal andere YouTuber an, die auch dieses Stativ getestet haben. Und sie sind alle hochauf begeistert, weil es einfach ein super leichtes und extrem stabiles Stativ ist. Und weil es von Fotografinnen, das sind zwei Gründerinnen, zwar in China gefertigt, aber von Fotografinnen für Fotografen gemacht wurde. Die wissen, was sie tun und die verstehen uns. Und das hat ein paar Funktionalitäten, die wirklich super funktionieren und sie wissen, worauf es ankommt. Und wirklich auf Sardinien, ich habe es immer im Auto drin gehabt und ich war so glücklich, dass ich so ein großes Stativ mit in Urlaub nehmen konnte und das Gewicht hält sich absolut in Grenzen. So, unbedingt den Test schauen und jetzt kommen wir hier zu der kleinen Schwester und das ist gleich nochmal eine ganz andere Gewichtsklasse. Und wofür dieses Stativ gut geeignet ist, ob ich das auch empfehlen kann, was es bietet, das schauen wir uns jetzt an. Wie bei Tink-Tik üblich wird das Stativ in einer tollen Tasche geliefert. Diese Tasche ist super gefertigt, sehr praktisch gepolstert und ausreichend dimensioniert. Also das Stativ geht hier locker rein und deswegen nehme ich sie gerne. Und da ist alles mit dabei, was du brauchst, denn du kannst hier auch noch die Gummifüße abschrauben und durch Spikes ersetzen. Und es gibt hier Karabiner und Schrauben, um weiteres Zubehör anzubringen und um das Stativ auch nochmal zu beschweren. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die technischen Daten von diesem Stativ an. Also, das große Tink-Tik Pyramid, das hat ja 2 Kilo Gewicht und das kleine ist noch mal deutlich leichter, 1,44 Kilogramm. Die Tragkraft beträgt allerdings nur 8 Kilogramm und hier haben wir eine Traglast von sage und schreibe 20 Kilogramm. Und wenn ihr euch das Video anschaut, ich habe mich da locker mal dran gehängt, das ist überhaupt kein Problem. Die Größe allerdings, die ist schon beachtlich. Aufgebaut 1,34, das sind ja Stativtypen ohne Mittelsäule. Das schätze ich sehr, weil die sind dadurch besonders stabil und einfach in der Handhabung. Und wenn du nochmal die Höhe verstellen möchtest, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich zeige dir das mal hier an dem Großen. Dann nutzt du einfach diese Veränderung der Winkel des Beines und dann kommst du automatisch mit der Höhe runter. Wo wir hier gerade diese Verstellmöglichkeiten ansprechen, das macht Tink-Tik toll, weil hier ist gar kein Federmechanismus drin. Das ist eine
ganz einfache Konstruktion und das ist aber hier gerade wichtig, weil dadurch ist es besonders schmutz- und verschleißfrei zu bedienen und es hat eine sozusagen eine lange Lebigkeit und du kommst nicht, da kommt jetzt hier nichts rein und dann knirscht es und dann kannst du es nicht mehr verstellen. Das ist besonders toll und das zeigt sozusagen, wie diese Stative konstruiert sind. Sie sind ein bisschen minimalistisch konstruiert und haben dadurch eine hohe Funktionalität. Und dasselbe natürlich hier bei der kleinen Schwester, bei dem kleinen Bruder, bei dem Wing. Genau dieselbe Grundkonstruktion, eben nur ein bisschen leichter, ein Tick kleiner und dadurch noch besser für die Reise geeignet. Also 1,34, hier haben wir 1,47, also kein großer Höhenunterschied. Obwohl das Gewicht eben deutlich geringer ist. Aber bei der Traglast ist der Unterschied schon enorm. Und ich würde sagen, das merkst du auch so, wenn du Stativ hinstellst und so. Einerseits das geringere Eigengewicht, aber du merkst auch, dass die Stabilität, dass dort das kleinere Stativ Kompromisse macht. Die minimale Höhe, das sind 18 cm, also wenn du hier die Beine alle aufspreizt und dann hast du auch hier eine super bodennahe Position bei diesen Stativen und hier sind es 19 cm, also sind die sehr, sehr ähnlich. Packmaß, der Unterschied ist auch gar nicht so groß. Das siehst du ja hier, wenn ich die beiden so nebeneinander stelle, so das rumpelt jetzt ordentlich. 53 und 57 cm. Also auch das große Stativ ist, wie ich ja in meinem Test gesagt habe, durchaus reisetauglich, weil es doch relativ klein und leicht ist. Wo unterscheiden sich jetzt diese Stative beide im Wesentlichen? Also hier im Durchmesser der Beine 26, 16 Millimeter. Ja, und dort sind es 32 bis 22, also deutlich stärkere Beine bei dem Pyramid und das Wing eben dort ein bisschen filigraner. Aber wie das große, alle Beine mit Moosgummi überzogen. Ja, da fragt man sich als Stativprofi, hätte ich beinahe gesagt, warum sparen da manche und warum ist da nur ein Bein überzogen? Na Mensch, da musst du ja immer darauf achten, wo du hingreifst, wenn es kalt ist. Und auch wenn du es hinlegst, hast du hier ja nochmal die Polsterung. Tolle Sache bei beiden Stativen. Spikes als Zubehör habe ich schon genannt. Karabiner und jetzt kommen wir zum Kugelkopf. Das ist ja mit fast das Wichtigste eines Statives. Der ist hier beim Wing natürlich ein bisschen kleiner dimensioniert, aber von der Grundkonstruktion ähnlich oder identisch. Es ist ein super kompakter, toller Kugelkopf. Wichtig bei einem Kugelkopf ist, dass wenn du ihn anspannst, dass da nicht nochmal die Kameraposition sich verändert, sondern dass der im aufgeschraubten Zustand justierbar ist und dann drehst du ihn fest und dann bleibt die Kameraposition gleich. Daran erkennt man einen guten Kugelkopf. Und dann natürlich, wie greift sozusagen hier die Arretierung, die greift gut, wenngleich eben der Kugelkopf ein bisschen kleiner dimensioniert ist. Du hast eine Friktionskontrolle, du kannst hier so ein bisschen eine Vorspannung einstellen, dass wenn du ihn versehentlich löst, dass die Kamera nicht gleich runterknallt, sondern dass das so arretiert bleibt und dass du dann eventuell mit einer leichten Spannung auch deine Kamera einstellen kannst. Tolle Sache. Toll umgesetzt, ganz einfach hier ohne Werkzeug zu verstellen, diese Friktionskontrolle. Und dann bei beiden Stativen eine ganz wichtige Besonderheit, und zwar die Panoramafunktion hier oben auf der Platte nochmal. Das heißt, wenn dein Stativ irgendwie uneben steht und du hier sozusagen das ausgleichen musst mit dem Kugelkopf, dann hat die untere Panoramafunktion hier unten, wenn du den ganzen Kugelkopf drehen musst, das hat den Nachteil, dass dann die Kamera so hin und her eiert, weil ja der Kugelkopf nicht ganz gerade steht. Und so kannst du hier mit der Wasserwaage, die hier integriert ist,
kannst du deine Kamera in die Waage bringen, in jede Richtung, stellst sie fest, stellst auch hier die untere Rotation fest und dann kannst du hier oben diese Platte nochmal drehen und hast so eine super Panoramafunktion, auch wenn das Stativ nicht ganz eben und nicht ganz gerade steht. So, und das ist das, wo man sagen kann, Mensch, ihr Gründer von ThinkTeak, ihr habt wirklich verstanden, worauf es ankommt und toll, dass ihr das integriert habt und dass ihr da auch bei dem kleinen Stativ nicht drauf verzichtet habt. Schaut euch auch nochmal den Test vom Pyramid an. Das habe ich mal mit dem Manfrotto Be Free verglichen. Dieser Vergleich würde auch hierfür zutreffen. Da sage ich lieber hier ein bisschen Gewicht nur mehr, ein bisschen Größe mehr und du hast wirklich ein absolutes Universalstativ, was super robust ist. Und hier würde ich sagen als Fazit, bei dem Wing hast du ein Stativ mit einer super hohen Mobilität, weil es nochmal kleiner, weil es auch dünner ist, ja, lässt sich ganz einfach greifen und natürlich auch nochmal leichter. Ich habe ja schon gesagt, das hier ist so mein Leib- und Magenstativ und ich bin den Gründerinnen von ThinkTeak wirklich sehr dankbar, dass sie mir das Stativ zur Verfügung gestellt haben und es kommt in allen Situationen zum Einsatz. Dieses habe ich natürlich auch getestet. Ich habe das beispielsweise bei meinem Objektivtest 70-200 Z-Objektiv. An der Z7 habe ich das getestet und habe da Testaufnahmen gemacht, um die Auflösung, die Vignettierung und so weiter zu testen. Und das 70-200 ist schon ordentlich eine Ausladung. Da würde vielleicht manch einer von euch sagen, nein, dazu nutze ich nicht so ein leichtes Stativ. Ich kann sagen, das ist überhaupt kein Problem. Dieses Stativ hat eine exzellente Stabilität. Nichtsdestotrotz, ich persönlich werde in Zukunft auch weiterhin das Pyramid primär verwenden. So ein zweites Stativ ist immer eine tolle Sache, kann man gut gebrauchen, aber ich werde auch weiterhin das Pyramid mit in Urlaub nehmen. Nur wenn ich vielleicht Wandertouren mache und mein ganzes Gepäck immer tragen muss, dann kommt das Wing zum Einsatz. Und ich sag mal so, ich muss fast keine Kompromisse in der Stabilität machen. Hier die Stativschulter ist super solide gefertigt und stabil. Insgesamt hast du keine Verwindung, du hast ein extrem steifes Stativ und natürlich diese tollen Carbonbeine, die natürlich zusätzlich zur Spitzenstabilität beitragen. Kommen wir zum Fazit. Bewährte ThinkTeak-Qualität. Ja, das sind China-Stative. Ja, die sind mit den Top-Rollei-Stativen vergleichbar. Ich würde sogar diese Stative vorziehen. Ich habe das Lion Rock getestet. Gibt es ein Video auf meinem Kanal. Super Stativ. Hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach überragend. Und du hast die Wahl. Willst du das Stativ ständig tragen? Dann nimmst du das Wing. Bist du mit dem Auto unterwegs? Im Flugzeug kein Problem. Packst den Koffer, sind zusätzliche 2 Kilo. Finde ich absolut zu verschmerzen und du wirst einfach super glücklich sein, wenn du dann so ein Stativ dabei hast. Aber wie gesagt, wenn du das Stativ mitnimmst, weil du es tragen musst, dann zum Beispiel würde ich auf jeden Fall zum Wing greifen und dann hast du eine super Ergänzung. Wenn du die beiden Stative vergleichst, dann hast du hier von dem Wing mal ausgehend, hast du, was das Packmaß anbelangt und was das Gewicht anbelangt, hast du hier einen relativ kleinen Sprung zum Pyramid, aber bei der Traglast ist der Sprung umso größer. Und deswegen, hier merkt ihr, habe ich eine sehr starke Affinität zum Pyramid, weil du einfach für diese Größe mit 20 Kilo Traglast
nochmal eine ganz andere Stabilität bekommst und letztlich nur ein halbes Kilo mehr Gewicht hast und ein paar Zentimeter mehr an Größe. Das sind Stative, die machen Spaß. Das sind Stative für Fotografinnen und Fotografen, die wirklich für uns gemacht sind und die eine super hohe Qualität haben. Natürlich auch hier in den ganzen Verschlussmechanismen alles Top-Qualität, funktioniert einwandfrei. Wenn du das erste Mal bei mir bist, dann gerne Kanal abonnieren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Leite das Video auch gerne weiter, wenn du jemanden kennst, der ein tolles Stativ braucht. Und ansonsten würde ich sagen, schreib mal deine Meinung in die Kommentare. Kennst du das Stativ? Hast du es? Hast du vielleicht das Pyramid? Was findest du gut? Was findest du schlecht an dem Stativ? Was würde dir fehlen? Wie würdest du es bewerten? Ist es für dich ein Kauf wert? Würde mich interessieren. Schreib ein bisschen was für deine Anwendungsfälle. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss.